Der SV Antau, ganz in Weiß, Tabellenführer der zweiten Liga Mitte, zu Gast beim Verfolger in der Erdbeermetropole Wiesen. Und eines merkt man gleich zu Beginn dieser Top-Partie. Vor übrigens 632 Zahlenden. Beide wollen den Meisterteller und beide wollen das Abenteuer Burgenlandliga. Mehr Druck geht in Hälfte 1 von der Hannes-Marze-Truppe BBV Wiesen aus. Markus Karner sucht dir da eine Möglichkeit schon in der ersten Minute. Etwas später kommen aber auch die ersatzgeschwächten Antauer. Stürmer Thomas Bucic fällt an allen Ecken und Enden seiner tollen Chance. Hombauer bereitet vor, Wolfgang Bucic und Günter Leb sausen aber am Ball vorbei. Wie wichtig diese Partie ist, beweist die Anwesenheit des heimischen Spitzenreferees Wolfi Falb. Freistoß durch Schandor, Katona in der 17. Minute und ein wuchtiger Kopfstoß von Goran Gutsch. Das 1:0 der Gastgeber, genau ins Kreuzeck, herrlich gemacht. Wiesen gegen Antau, ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird. Schnell, technisch gut, mit vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten und fair geführt. Ja, Wiesen ist nach diesem Treffer kaum zu halten. Knapp vor der Pause einige tolle Szenen. Hier hat Mihalic den Ausgleich vor den Beinen. Ja, aber beinahe im Gegenzug löst sich Mario Reismüller nach super Vorarbeit von Haveler, sucht sich da eine Ecke aus und erzielt die 2:0 Pausenführung für den SC Erdbeerland. Nach Wiederbeginn, da kommt Antau immer besser in Schwung. Coach Christian Rothbullers Kabinenpredigt hat Wunder gewirkt. Der eingetauschte Marc Hergovic geht ab, Stangelpass und Gary Hombauer, der Mann mit der 8 auf dem Rücken, verkürzt auf 1:2. 54. Spielminute. Wiesen will den Vorsprung verteidigen und hat dabei sogar das 3:1 der Gutsch vor dessen teuren Beinen. Keeper Zollner aber rettet. Das Finish ist spannend wie ein Krimi. 14 Minuten vor dem Ende bekommt Antau-Kapitän Werner Glauber die gelb-rote Karte. Dann herrscht große Aufregung nach einer Abseitsanzeige im Lager der Antauer. Sie schaffen es Augenblicke vor dem Schlusspfiff, aber dennoch, nämlich die Antauer den verdienten Ausgleich. Und das mit nur 10 Mann. Hannes Eckert wird zum Helden des BV-Cup-Siegers 2001 und Meisteranwärters 2002. Er erzielt den 2:2 Endstand. Jetzt bleibt in den letzten drei noch zu spielenden Runden alles offen, allerdings mit einem 3-Punkte-Vorsprung von Antau und damit mit guten Aussichten auf die Meisterkrone. Mehr über den Fußball im Burgenland erfahren Sie in unserem Teletext ab den Seiten 205 und 211.